Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video auf dem ID-Kanal. Heute schauen wir uns mal wieder interessante Fakten aus eurem täglichen Leben an auf dem Kanal von Sonnenseite. Warum sind Bussitze eigentlich gemustert und 10 weitere unbekannte Details? Ich bin sehr, sehr gespannt. Leute, lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht gerne den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Wir starten mit dem Video. Sind schon die Sitzbezüge in Zügen und Bussen aufgefallen? Und hast du auch eine Ahnung, warum sie so ein seltsames Muster haben? Ich würde es gerne raten. Weil ich habe, also, es sind ja so matte, gestoffte Sitze, die ultra hässlich aussehen. Also Real Talk, im Zug, im Bus, die sehen so hässlich aus, ja? Und ich glaube, ich weiß warum, weil die Sitze werden dreckig mit der Zeit. Und damit man halt, wenn jetzt ein einfarbiger Stuhl da ist, würde man den Dreck mit der Abnutzung irgendwann im Stuhl sehen und die Leute würden halt nicht mehr das Bedürfnis haben, sich auf den Stuhl zu setzen, weil der so aussieht, als wäre er dreckig. Aber man sieht auch den Dreck an diesen Stühlen, wenn man genau hinguckt. Es ist nur nicht so auffällig. Dieses Muster wird gerne genutzt, weil man dann die Flecken auf den Sitzen nicht bemerkt. Je heller die Farbe und je gemusterter der Stoff ist, desto schwieriger wird es für die Fahrgäste, die Dreckflecken zu erkennen. Ja, das ist es. Ich hab's einfach richtig erraten. Also es hat diesen Grund. Das ist der Grund. Genau, Leute, jetzt könnt ihr auf jeden Fall abschalten. Ich hoffe, ihr habt's gesehen. Haut rein, ciao. Nein, Spaß, Leute. Wir gucken uns natürlich das Video weiter an. Damit werden also Ekelattacken vermieden. Außerdem sind die Muster in der Regel so hässlich, dass niemand sie lang genug anschaut. Geil. Eins zu eins meine Meinung. 1:1. Um Flecken zu entdecken. Das Muster dient also als Tarnung. Kein öffentlicher Bus wird je einfarbige weiße Sitze haben. Garantiert. Ich habe noch ein paar andere Fragen zum Thema Bus. Zum Beispiel, warum haben Busse keine Sicherheitsgurte? Ich habe eine Theorie. Die Lenkräder sitzen quer, also tiefer. Und die sind deswegen so groß, weil man dann den Tellerwäscher besser machen kann. Naja, Busfahrer müssen sehr viel lenken. Und wenn sie ständig 12 Stunden lang die Arme so halten, das kann super anstrengend sein. Deswegen ist es entspannt, wenn die ihre Arme unten halten und einfach nur ihre Hände auf dem Lenkrad so lassen und dann einfach so lenken. Einfach machen die den hier, wisst ihr, den DJ. Pass auf, ich habe mir das erklären lassen. Busse sind ja viel größer als normale Autos und sie sind auch viel schwerer. Es ist also schwieriger, einen Bus zu steuern. Und man braucht dafür viel mehr Kraft als beim Autofahren. Aber ein größeres Lenkrad mit einem größeren Radius ermöglicht es dem Fahrer, das Fahrzeug leichter zu lenken. Und er braucht weniger Kraft als bei einem kleinen Lenkrad. LKWs haben aus demselben Grund große Lenkräder. Sind dir bei einigen LKWs schon mal die Plüschtiere aufgefallen, die entweder an der Stoßstange oder im Cockpit hängen? Glücksbringer? LKW-Fahrer dürfen ihr zweites Zuhause individualisieren. Sie bringen quasi ihr Maskottchen an, das einiges über den LKW und den Fahrer verrät. Damit kann der LKW-Fahrer der Welt auch mitteilen, dass er keine furchteinflößende Person ist, sondern eine sanfte und harmlose Seele, vor der man keine Angst haben muss. Ob man das anhand der Plüschtiere festmachen kann, wage ich zu bezweifeln. Es kann ja sein, dass das vielleicht auch ein verrückter Typ ist, der Kinder anlocken will. Zumindest sagen das einige LKW-Fahrer. In Asien glaubt man, dass Verkehrsunfälle von Geistern verursacht werden und dass das aufgehängte Spielzeug die Geister davon ablenkt, dem LKW Schaden zuzufügen. Warst du schon mal auf einem Roadtrip? Wenn du nicht der Fahrer bist, brauchst du nur auf deinem Sitz stillsitzen und stundenlang nichts tun. Das klingt nicht nach einer schweren Aufgabe, aber für einige Leute ist sie furchtbar anstrengend und ermüdend, weshalb sie eine Abneigung gegen lange Autofahrten hegen. Aber warum ist eine lange Autofahrt so ermüdend? Ich sag's euch, die Luft, man sitzt eingeengt, man kann sich nicht strecken und man zählt die Sekunden, man hat keine Beschäftigung. Also, das Sitzen im Auto ist nicht wie das Sitzen auf einem Stuhl. Das Gehirn kann sich nicht entspannen, sondern kontrolliert alles, was vor sich geht und muss dafür sorgen, dass du die richtige Haltung beibehältst. Dein Gehirn arbeitet ständig und tauscht Informationen mit deinen Muskeln aus. Dein ganzer Körper muss also arbeiten und das ermüdet viele Leute.
Nur weil du nichts tust, heißt das nicht, dass dein Körper nichts zu tun hat. Zugfahrten sind da schon viel erträglicher, weil der Zug immer geradeaus fährt, weniger oft anhält. Nein, es geht einfach darum, dass ich nicht aufstehen kann, um auf Toilette zu gehen. Das ist der Grund. Ich kann einfach nicht aufstehen. Hält und die Geschwindigkeit gleichmäßig bleibt. Und kannst du dir jetzt vorstellen, warum es viel schwerer ist, 30 Minuten lang am selben Ort zu stehen, als zum Beispiel 30 Minuten lang zu laufen? Du denkst vielleicht, beim Rumstehen tust du ja nichts. Warum soll das anstrengender sein als laufen? Naja, stehen ist eine ziemlich anstrengende Aufgabe für deinen Körper. Die Füße. Boah, die Durchblutung der Füße. Wow. Wenn du stehst, müssen alle Muskeln in deinen Beinen arbeiten, um die Masse deines gesamten Körpers zu tragen. Deine Beinmuskeln verrichten all die Arbeit. Aber wenn du gehst, arbeiten mehrere Muskeln in deinem Körper gleichzeitig. Die Arbeit wird also geteilt, was weniger anstrengend ist. Ich habe noch nie so etwas Schlechtes gehört. Nur weil man mehr Muskeln verbraucht, heißt das doch nicht, dass die Beinmuskeln entlastet werden. Was hat die denn genommen? Ey, trag mal eine Apple Watch und zähl deine Kalorien, dann siehst du, dass du beim Stehen weniger Kalorien verbrauchst als beim Gehen. Es ist anstrengender. Es ist anstrengender zu stehen, weil man das Gefühl hat, beobachtet zu werden. Und weil man das Gefühl hat, ich würde mich gerne lieber hinsetzen. Warum soll ich stehen? Und das geht auch auf die Durchblutung der Füße. Das kann mit der Zeit wehtun, wenn du die ganze Zeit stehst. Glaubt mir doch. Gehen macht alles schön, ja, auslockern. Außerdem arbeiten im Stehen beide Beine ohne Unterbrechung. Aber beim Gehen macht jedes Bein bei jedem Schritt eine kleine Pause. Ich hab noch nie so fake. Das ist falsch. Das ist falsch, das ist wirklich, das ist falsch. Hast du schon mal dein Lieblingsbuch in einem anderen Einband gesehen? Das war Absicht. Erstens wird der Einband je nach Zielgruppe angepasst. Das heißt, eine Ausgabe eines Buches, die sich an ältere Menschen richtet, unterscheidet sich in der Regel von einer Ausgabe für jüngere Leute, wobei der Einband für Jüngere meist heller und niedlicher gestaltet wird. Wer liest Bücher? Nein, wirklich, wer liest Bücher gerade? Schreibt mal in die Kommentare, lest ihr gerade ein Buch oder nicht? Ich war nie der Buchleser. Ich kann nach zwei Sätzen nicht mehr der Handlung folgen. Ich würde mir viel lieber ein Hörbuch anhören und dann meine Augen schließen und dann schlafe ich ein. Das Buchcover kann auch vom Land abhängen, in dem das Buch verkauft wird, um den Geschmack der Bevölkerung zu treffen. Dann unterscheiden sich die Bücher natürlich auch von Auflage zu Auflage. Zuerst wird ein Buch als Hardcover in kleinen Mengen gedruckt, um zu sehen, wie es am Markt ankommt. Wenn das Buch erfolgreich ist, wird eine weitere Auflage gedruckt, aber oft als Taschenbuch. Das Design des Einbands wird in der Regel mit jeder Ausgabe aktualisiert. Auch wenn ein Buch verfilmt wurde, gibt es in der Regel eine weitere Ausgabe des Buches. Und diese Ausgabe macht sich dann den Film zunutze und verwendet eine Filmszene als Cover. Leute, die den Film gesehen und gemocht haben, erkennen die Filmszene auf dem Cover wieder und sie werden höchstwahrscheinlich ein Exemplar des Buches kaufen. Die meisten Bücher werden auf gelblichem Papier gedruckt, nur wenige haben ganz weiße Seiten. Das ist gesundheitlicher Natur. Das liegt, glaube ich, am Melatoninspiegel. Also Handys zum Beispiel strahlen blaues Licht aus. Und das sorgt dafür, dass das Gehirn, dieses Melatonin irgendwie sich nicht bilden kann. Das heißt, ihr werdet wach gehalten. Ja, vom Handy, das hält euch wach. Wenn ihr aber ein Buch lest und es ist halt sehr entspannend aufs Auge, es ist nicht so ein kaltes Licht und das sorgt einfach dafür, naja, gelbes Licht ist wie so eine Gelbfilterbrille. Ich glaube, sie erklärt es jetzt richtig. Hat auf jeden Fall mit Melatonin was zu tun, mit den Augen. Aber warum ist das so? Ich spreche jetzt aber nicht über die Taschenbuchausgabe für den Massenmarkt, deren Papier die gleiche Qualität wie eine Zeitung hat, was bedeutet, dass sie schlecht ist. Lass dich von dem gelben Farbton nicht verwirren. Er wird übrigens Creme genannt und sollte für jedes Buch genutzt werden, weil dieser Farbton die Augen des Lesers weniger ermüdet. Normales weißes Papier ist gebleicht und reflektiert viel Licht, sodass es auf Dauer anstrengend wird, etwas auf diesem Papier zu lesen.
Das cremefarbene Papier ist also das beste Papier zum Lesen und wird auch von den Verlagen bevorzugt. Eine andere Sache... Ey, ich bin ehrlich, ich kriege jetzt langsam Lust, ein kleines Buch zu lesen, was eine Stunde dauert, mehr nicht. Mehr kann ich mir nicht antun. Die mir bei Büchern aufgefallen ist, sind die leeren Seiten am Ende eines Buches. Ich habe erfahren, dass ihre Anzahl von der Anzahl der Seiten im Buch abhängt. Es ist nämlich so, dass Bücher... Oh, wenn ein Buch ungerade Seiten hat. Aha, wenn ein Buch ungerade Seiten hat, dann muss es ja die letzte Seite ja noch drucken. Bücher auf Bögen gedruckt werden. Ein Bogen umfasst mehrere Seiten, die der Drucker faltet und schneidet, um die Buchseiten herzustellen. Auf einem Bogen können unterschiedlich viele Buchseiten gedruckt werden, wobei das Minimum 4 ist und die anderen Zahlen müssen durch 4 teilbar sein. Ein Buch, das insgesamt 300 Seiten hat, kann also perfekt auf die Druckbögen verteilt werden und es bleibt keine leere Seite übrig. Aber wenn ein Buch 303 Seiten hat, braucht es einen zusätzlichen Bogen und eine Seite bleibt leer. Manchmal drucken sie das Wort Notizen drauf oder eine Nachricht. Diese Seite ist absichtlich leer, damit der Leser weiß, dass nichts vom Ende der Geschichte fehlt. Hast du dich schon mal gefragt, warum die meisten Ärzte eine schlampige Handschrift haben? Nein, beim Medizinstudium gibt es keinen Kurs für unleserliche Handschrift. Boah, ey, Real Talk. Ey, das ist eine Frage, die ich mir jetzt gerade wirklich stelle. Die Ärzte, wie die schreiben, das ist so unleserlich, ich kann nichts erkennen. Vielleicht machen sie das absichtlich, damit die Patienten es nicht lesen können. Vielleicht haben sie so einen geheimen Code. Ich glaube einfach, dass die so viel schnell schreiben und schnell sein müssen, dass die einfach nicht gerade schnell schreiben und verlernen es. Der Grund ist die viele Arbeit. Ärzte sind immer in Eile, daher... Leute, ey, Albert Einstein höchstpersönlich, meine Damen und Herren, ich habe einfach alles, ich kann es erklären. Ich kann es euch erklären. Ich kann euch auch erklären, warum dieses Merci eine Folie leer ist, weil ich es gegessen habe. Darum ist es leer. Ich kann euch alles erklären. Warum ist hier Wasser drin? Weil ich es reingefüllt habe. Warum leuchtet... Schreiben Sie auch so schnell. Warum leuchtet die Maus? Warum leuchtet sie? Weil ich sie aufgeladen habe und in den Einstellungen eingestellt habe, welche Farbe es zum Leuchten bringen soll. Ich kann euch alles beantworten. Sie haben keine Zeit, auf Schönschrift zu achten. Und schließlich bist du nicht die einzige Person, für die sie im Laufe eines Tages ein Rezept ausstellen. Ärzte müssen eine Menge Papierkram erledigen, arbeiten 10 Stunden am Stück und sind meistens einfach zu müde, um dir eine ordentliche Notiz zu schreiben. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die meisten Lieder zwischen 3 und 4 Minuten lang sind? Früher wurde Musik auf einem Plattenspieler abgespielt. Von einer Vinylplatte, die sich mit 78 Umdrehungen pro Minute drehte. Die Größe der Schallplatte bestimmte die Länge des Liedes, denn es gab 2 Plattengrößen. Eine 10-Zoll-Schallplatte, die Platz für etwa 3 Minuten Spielzeit bot, und eine 12-Zoll-Schallplatte. Oh, die kleine habe ich. Die habe ich bekommen, als ich die Red Dead Redemption Box gekauft habe. Da waren 2 Lieder oder 3 Lieder drauf. Ist wirklich eine kleine, die war so eine rote Vinylplatte. Und die großen sind die, die wir alle kennen. Auf die ein 4-minütiges Lied passte. Wenn ein Künstler... Was? Eine 12-Zoll-Schallplatte auf... Ey, in welchem Universum willst du mir das erzählen, dass das hier nur 3 Minuten sind und das sind 4 Minuten? Hä? Alleine guck mal, wie viel größer das ist. Auf die ein 4-minütiges Lied passte. Wenn ein Künstler also zu Beginn des 20. Jahrhunderts wollte, dass sein Lied auf einer Platte verkauft wird, durfte es nicht länger sein als 3 oder 4 Minuten. Die Zeit. Ich finde auch, die Aussage ist falsch. Mein Vater hat solche Schallplatten und auf einer Seite sind 4, 5 Songs drauf. Und um die nächste Seite des Albums zu hören, drehst du einfach die Schallplatte um, tust du rein. Das ganze Album ist auf einer Platte drauf. Oder auf 2. Aber... Es ist falsch, es ist wirklich falsch. Zeiten haben sich zwar geändert, aber noch immer sind die meisten Songs... Es kommt auch ganz wichtig darauf an, Leute, wie die Umdrehung der Schallplatte ist. Für höhere Qualität muss die Umdrehung schneller sein. Also da gibt es ja so einen Knopf, den du drücken kannst, damit kannst du die Geschwindigkeit einstellen. Wenn du den falschen Knopf drückst, hört sich das Lied komplett anders an, ein komplett anderer Ton. Da steht auch immer, glaube ich, auf, welche Geschwindigkeit
welche Umdrehung die Minute das haben soll. Deswegen kann es sein, manche, auf manche Platten passen mehr, manche weniger drauf. Songs etwa 3 bis 4 Minuten. Aber unmöglich 4 Minuten. Unmöglich nur 4 Minuten. Minuten lang. Der Grund für das Festhalten an diesem Muster war auch das Radio. Wenn ein Song zu lang war, wurde er entweder gekürzt oder Teile weggelassen, damit er in den 3 bis 5 Minuten Radiostandard passt. Wenn also ein Künstler den Song im Radio spielen und damit Geld verdienen wollte, nahm er einen Song auf, der dem Standard entsprach, damit das ganze Stück in seiner vollen Pracht gespielt wurde. Heute gibt es zwar längere Songs, aber der 3-bis-4-Minuten-Song ist eine Art Tradition, an die sich viele Musiker halten. Ja, okay, sehr gutes Video. Hat mir auf jeden Fall gefallen. 2 Sachen aber fand ich nicht gut erklärt. Was sagen denn die Kommentare dazu? Was sagen denn die Kommentare? Okay, es sind echt wenig Kommentare. Keiner sagt was zu den Sachen. Naja, auf jeden Fall, Leute, das wollte ich dazu sagen. Also, Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. IDs raus, haut rein und ciao!